hat man dort heute die letzte Stunde von der Rosetta mitverfolgt. Ganz vorne mit dabei der geistige Vater des Projekts, der Hans Balsiger. Nein, das ist eine relativ sanfte Geschichte, oder? Nein, das muss man nicht machen. Da kann man hängen, das passiert dann nicht. Weltraumforschung fasziniert und zieht heute ein gemischtes Publikum an die Uni Bern. Hans Balsiger freut sich über das Interesse. Wehmut kommt bei ihm nicht auf, obwohl er sein halbes Leben diesem Projekt gewidmet hat. Ich bin gegenteil froh, dass ich das noch erlebe. Das war nicht ganz selbstverständlich. Die Messgeräte auf der Raumsonde Rosetta haben Gas gemessen, wo man Komet Jury umschweben. Durch die Analyse dieser Gas erhofft man sich mehr darüber zu erfahren, wie das Sonnensystem und auch die Erde entstanden ist. Die Animation zeigt den letzten Flug von der Rosetta. Die Arbeit einstellen, das ist für den 79-Jährigen kein Thema. Hans Balsiger steht immer noch regelmässig im Labor. Dort haben wir ihn diese Woche dürfen besuchen. Der Druck scheint stabil zu sein bei 2.65. Mal sehen, ob wir das sehen. Okay, dann fangen wir doch an. Alle Instrumente, die sich auf der Rosetta befinden, stehen in zweiter Ausführung auch hier in den Labors. So kann das Forscherteam die Umgebung des Komet simulieren und schauen, wie die Instrumente auf verschiedene Gase reagieren. Wir möchten wissen, wie viel das von welchem Gas hat. Also das ist Material aus der Frühgeschichte des Sonnensystems. Und man möchte natürlich wissen, mit was für Bausteinen ist das Sonnensystem aufgebaut worden, sind die Planeten aufgebaut worden. Und darum möchten wir gerne wissen, wie ist das Originalmaterial zusammengesetzt war. Hans Balsiger erinnert sich, 1984 haben sie mit der Planung von Rosetta angefangen, weil die Forscher dann schon Meteoriten untersucht haben. Und da hat man eigentlich als einzige Möglichkeit gehabt, dass die Meteoriten, dass sie so Kämpfe, die oben runterfallen, dass man die untersucht. Also das haben wir hier im Labor gemacht mit grossen Massenspektrometern. Das sind Apparate, wo man die Zusammensetzung von so Meteoriten messen. Und nachher hat man irgendwann beschlossen, es wäre eigentlich noch schön, wenn man direkt in den Weltraum könnte. Er ist eher zufällig in der Weltraumforschung gelandet. Jetzt ist sein Beruf aber zur Leidenschaft geworden. Der Wissenschaftler, wenn er nicht interessiert ist, wo wir herkommen, wie das Sonnensystem, Planeten entstanden sind, das ist etwas nicht gut, oder? Das ist also sicher etwas, wo man aus lauter Gewunder muss man das einfach untersuchen. Zurück heute Mittag an Uni Bern. Der Physiker wartet gespannt auf das letzte Signal von Rosetta. Die Raumsonde ist heute kontrolliert abgestürzt. Vom Abstürzen bzw. Aufhören will Hans Balsiger aber nichts wissen. Ich bin vor 15 Jahren in dem Sinn abgestürzt, dann bin ich pensioniert worden. Das kann man weitermachen, oder? Das ist schön an der Wissenschaft. Jetzt geht es nämlich ans Auswerten von den Daten, die die Messgeräte noch bis am Schluss geliefert haben. Das und der Umgang mit seinen Kollegen und Studenten hält der Hans Balsiger jung. Und das wär's fast mit